Hallo. Hallo! Wir sind aus der Schweiz und schauen Tony on the Road. Genau. Liebe Freunde, ich muss euch gerade enttäuschen, weil diese Woche kommt kein neues Video von mir auf YouTube, denn ich konzentriere mich gerade auf das hier. Seht ihr das? Und besonders hier den größten davon. Und warum ich so schnell von Amsterdam weg musste und warum ich kurz mal in Köln war und diese Sache gemacht habe und warum ich mal kurz meine Familie in Leipzig besucht habe und wo ich jetzt bin jetzt gerade, das verrate ich jetzt erstmal nicht. Das erfahrt ihr nächste Woche, okay? Und mein Tagesthema ist heute Teile und Herrsche. Hat irgendwie auch was mit Köln zu tun. Ich kann diese Sache immer noch nicht verarbeiten. Das war so schrecklich. Unter Teilen und Herrschen verstehe ich, wenn du hast, teile es mit anderen. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob du Geld hast, gute Ideen hast oder irgendwelche Möglichkeiten hast. Teile es mit anderen. Wir leben hier auf einem Planeten. Wir sind ein Gesamtkollektiv. So muss man das betrachten. Aber manche Leute verstehen unter Teile und Herrsche was ganz anderes. Teile die Gesellschaft in zwei Teile und erzähl den beiden Teilen, sie sind Feinde. Dann kannst du die Leute beherrschen. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Arroganz! Jetzt nochmal. Ja, okay. Tony, du bist cool und alles, aber du bist arrogant. Ich denke der gleiche. Ich habe das gespürt. I think the same. He is a bit arrogant. Das gibt's auch nicht. Die Spinnen. Hey, Phil. Ich glaube, die haben hier eine Vollmeise. Ja. Hey, look. Hey, Phil. Yeah. He feels. Yeah, yeah. Exactly. Aber du bist if arrogant. You look in my heart, I'm not arrogant. We can't see it. You are arrogant, my friend. We can't see your heart. Hast du das gehört, Mutti? Mutti, hast du das gehört? Ich bin arrogant. Siehst du, so hast du mich erzählt. Leider, du hast so etwas von Muschi einfach... Mutti! Oder weißt du nicht, was das heißt? Ausgedruckt einfach. Was? Die Mutter hat das auch gemacht. Moment mal, Leute, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, gefällt mir überhaupt nicht. Nein. Aber es liegt... Sie sind ein bisschen arrogant, ja? Ich finde das nicht okay, muss ich ehrlich sagen. Ich als Bürger, Schweizer Bürger sage, er ist arrogant. Ich bin ein bisschen enttäuscht, also dass ich so rüber... Von dir, ja, ich weiß. Komme ich wirklich so scheiße rüber, Leute? Also Aber du bist cool. Wenn die das jetzt, wenn die zwei Leute das sagen, muss das stimmen. Ich habe das auch schon öfters mal gehört. Aber ich bin nicht arrogant. Du bist arrogant, glaubst nicht. Du musst nicht glauben. Wenn zwei sagen, du bist arrogant, musst nicht glauben. Wenn drei sagen, du bist arrogant. Da muss man sich Gedanken machen, meinst du? Ja, okay. Also, entschuldige für meine begrenzte Tüte. Aber darf ich denn wenigstens arrogant sein? Ist das denn sympathisch dann auch wieder? Aber ich muss hier was sagen. Tun hat, sondern eher mit Präsenz. Präsenz. Du hast Präsenz. Okay. Er ist echt.